So, herzlich willkommen in der TUAX Pressebox zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Heilbronner Falken. Endstand 6:3 vor 4.609 Zuschauern. Die Spieler des Tages auf Seiten der Löwen Frankfurt war das Tim Schüle und bei Heilbronn Justin Mailen. Ja, ganz herzlich begrüßen wir unseren Gästecoach Gerhard Unterlugauer und natürlich auch Paul Gardner. Dem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Schönen guten Abend, ja, gratuliere Paul. Zeitweise muss ich sagen, war das Spiel auch ganz okay. Wir haben gefightet, gekämpft, wir haben probiert, uns über den Kampf wieder zurück ins Spiel zu bringen. Haben es auch zeitweise sehr gut geschafft, aber unterm Strich waren einfach zu viele individuelle Fehler und die haben uns das Genick gebrochen und ja, dann haben wir leider nicht mehr zurückkommen können und Frankfurt hat das sehr clever nach Hause gespielt. Dankeschön. Ja, Paul, home win, 3 points at home, that feels probably good. Your statement to the game, please. Yeah, yes, it does. It's always obviously always good to win. Thought we played real well in the first period, stuck to our game, and then I guess we wanted to see how good our new goaltender was. So we decided to stop skating and pass the puck to the wrong team for a while, and he was great. He made some big saves in the second period to keep us in it, and we got a couple goals late, and then again, we got some good goaltending in the third, and won some battles and killed off some penalties. It was a good team effort. Beating a team that works really hard and came at us all night, and very happy to get the 3 points. Ja, aus Pauls Sicht war es ein sehr gutes erstes Drittel. Haben wir uns auch an den Gameplan soweit gehalten. Dann im zweiten Drittel hat er gesagt, wollte man anscheinend mal testen, wie unser neuer Goalie ist. Das war dann nicht so ganz, hat ihm nicht gefallen, aber Antti hat dann aus Pauls Sicht ein paar sehr, sehr gute Plays gemacht, ein paar Big Saves und dann hinten raus noch ein paar wichtige Tore für die Löwen Frankfurt gefallen. Auch im Schlussabschnitt war es dann ein guter Kampf gegen ein starkes, kampfstarkes Heilbronn, das im Prinzip nie aufgesteckt hat und auch da hat er nochmal unseren Torhüter gelobt, der heute da auch ein sicherer Rückhalt war. Soweit die Statements der Trainer. Gibt es Fragen seitens der Medienvertreter, bevor hier die Kollegen noch eine Unterschrift leisten müssen, glaube ich, ne? So, Andi hat ja schon ein bisschen was gesagt, vielleicht auch ein paar Worte zu Lukas. Okay, some words on Lukas Kotziol. Ein paar Worte zu Lukas Kotziol. I thought Lukas was great. He played real well with Lisa Gang and Clark. Set up the winning goal, really pretty pass. And just arriving late last night and stuff, I thought he was terrific. He's going to fit in real nice. He plays both ends of the ice, and I had him before in Weisswasser for a little bit, and I'm happy he's on our club right now. Ja, Lukas Kotziol hat ein sehr, sehr gutes Spiel auch heute gemacht, auch beim wichtigen Tor von Nils Liesegang einen sehr, sehr guten Beitrag geleistet. Ist ein Spieler, der aus Pauls Sicht, den er auch kennt, in beiden Zonen sehr stark, offensiv wie defensiv, und wird sich aus seiner Meinung nach sehr, sehr gut hier ins Team weiter einfügen. Vor allem unter der Tatsache, dass er gestern Abend sehr spät erst hierher kam. Also ein sehr gutes Debüt. Weitere Fragen? War Jared draußen? Wirst du es machen? Wirst du wechseln? Oder wirst du sagen, weißt du? Oder wirst du rotieren? Mhm. Die Frage nach Patrick Jarrett, der heute als überzähliger Importspieler draußen sein musste, ob er rotieren wird. Are you going to rotate with the import signings, or what's the plan Jarrett had to sit out today? Well, Patty was the first, and you'll have to buy a ticket Sunday, I guess, to see who doesn't play Sunday. So it'll probably be a rotation business. I met with the four of them, and they're four great players. It's tough to sit one out the nights that Andy plays, but we needed a little bit better goaltending, and so it'll probably be a rotation business, yeah. Ja, also vermutlich wird es eine Rotation, um es dann aufzulösen, wäre dann eine Karte in Bietigheim ganz sinnvoll. Ansonsten, wie gesagt, hat er mit den vier Spielern sich zusammengesetzt, die es ja betreffen wird. Es ist aus seiner Sicht keine einfache Entscheidung, da einen von rauszulassen, aber er hat das mit denen sehr offen und besprochen, die Situation. Weitere Fragen? Ja, scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir noch zu den Endergebnissen, soweit sie vorliegen. Kassel-Ravensburg 5:7, Kaufbeuren-Bad Tölz 5:0, Freiburg-Dresden 7:5, Riesersee-Bietigheim 0:2, Bad Nauheim-Weißwasser 4:1 und Krimmitschau-Bayreuth 7:2. Jetzt ist der Ton wieder da. Wir hatten eben Unterbrechung, deshalb wiederhole ich nochmal. Bad Nauheim-Weißwasser 4:1. Bei Riesersee-Bietigheim stand es 0:2. Das ist noch im zweiten Drittel und Krimmitschau-Bayreuth
Ist 2-2 jetzt, hören wir gerade. Okay, vielen Dank für die Info. Also 2-2 beim Spitzenspiel Riesersee-Bietigheim können Sie dann auf der DL2, ja, schon klar, nicht der Endstand, können Sie auf der App dann zum Beispiel im Live-Ticker weiterschauen. Ja, dann wünschen wir unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt. Am Sonntag geht es dann gegen Bad Nauheim. Allzu weit ist es ja nicht nach Hause, nach Heilbronn. Und für die Löwen Frankfurt geht es erst zweimal auswärts weiter. Erst in Bietigheim am Sonntag um 17 Uhr, dann Freitag in Dresden und dann Sonntag hier Family Day 16 Uhr gegen Ravensburg. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende noch. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.